Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen Barney Breukmann und Frank Buschmann. Gleich geht's los. Zwei Mannschaften, die in etwa ebenbürtig sind. Ja, da kann man, glaube ich, Manni, von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das könnte ja spannend werden. Hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Luis Gustavo. Jetzt ins Tor. Und die Flanke landet gehalten zunächst. Kopfballchance. Und da war er genau zum rechten Zeitpunkt da. Es gibt nur Eckball. Und der FC Bayern hat hier einen Eckball rausgeholt. Ballmöglichkeit. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Und auch den zweiten Versuch vereitelt. Und diesmal hält er ihn auch fest. Kagawa. Gündogan. Müller. Arjen Robben den Ball besitzt. Jetzt zieht er ab und er trifft. Ich weiß auch nicht, ob er Befehle aus dem All kriegt, aber er steht immer genau richtig. Das ist Instinkt, Manni. Das hat mit allem nichts zu tun. Das ist einfach Instinkt. Wahnsinn. Wahnsinn, wie schnell der Kerl ist. Also das war der Turbo und alle anderen. Ja, Großkreuz. Das ist die Rolle des Bastian Schweinsteiger. Wunderbar diesen Pass abgefangen. Ganz schnelle Entscheidung. Da wollte er Vorteil laufen lassen, dann pfeift er aber doch ab. Gomez. Er hat eine einzige große Liebe und das ist der Ball. Barrios. Ballbesitz für Bayern München. Arjen Robben in Ballbesitz. Er läuft und läuft, der Ball immer am Fuß, aber irgendwann muss er doch abspielen. Ja, es gibt einen Wurf. Schweinsteiger! Vorsicht, das ist nicht der Normalzustand. Normalerweise trifft er alles. Ja, also das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Überrascht mich auch, ehrlich gesagt, denn das sieht man selten. Müller. Das ist natürlich auch eine Schwach... Jetzt könnte es klappen! Das waren ja nur ein paar Zentimeterchen. Und das war Glück für den Torhüter in dieser Situation. Spielunterbrechung, da war wohl die Hand im Spiel. Ja, der Pass kommt an. Müller. Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Müller. Wenn der am Ball ist, dann liegt der Tor in der Luft.
scharf. So, das wäre es hier aber jetzt gewesen, wenn er den Keeper auch noch ausgetanzt hätte, aber der ist wach. Schweinsteiger am Ball. Ribéry. Müller. Sie lassen den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Toller Pass. Oh, ein Tor! Sie sind ja so routiniert, Buschke. Ja, das müsste es gewesen sein. Quatsch, da war's. Basta. Und da lebt er eindeutig von seiner Schnelligkeit. Keiner kann ihn halten. Die sehen aus, als hätten sie Eisenfüße. Ein perfektes Tor. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Gehalten, aber noch heiß. Ballbesitz für Bayern München. Peter attackiert. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Sicher in der Ballbehandlung. Prima Balleroberung. Jetzt muss es aber abgehen. Der traut sich aber was. Und der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Da freut sich der Trainer. Möchte er gerne einen Elfer gegen seine Mannschaft? Den kriegt Ruhepause für die Spieler, Diskussionspause für die Fans. Es ist Halbzeitpause. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Wird das was für die Bayern? Nein. Kein zweites Tor. Gut gehalten vom Keeper. Ja, den hat er super rausgefischt. Nichts war es mit dem Doppelpack. Arjen Robben im Ballbesitz. Das ist jetzt und noch so eine super Parade. Das nimmt kein Ende. Wie wollen die den überhaupt noch bezwingen? Philipp Lahm mit einer Grätsche. Und Achtung, Torhüter! Das wollten sie ja gar nicht, aber Bastian Schweinsteiger hatte ihn den Ball. Arjen Robben im Ballbesitz. Das könnte was werden. Der könnte passen. Tja, der hat noch nicht. Wer will noch mal? Auf Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Da lässt er alle Verteidiger stehen. Das ist eine super, eine klasse Aktion. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter, was sagt er? Er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein flüssiges Fußballspiel. Es muss einen Wurf geben. Götze. Pischek. Philipp Lahm mit einer Grätsche. Weil
aber knapp. Ribéry. Ein sehr schöner Pass. Wird das was für die Bayern? Und noch ein weiterer Treffer. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Hummels. Kagawa. Klare Linie, klare Entscheidung. Es gibt Freistoß. Luis Gustavo. Ja, so kann es weitergehen. Das ist das Tor! Das ist sein zweiter Streich heute. Und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschlagen kann. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Kagawa. Barrios. Großkreuz. Und das macht er richtig gut. Die Flanke kommt gut. Also die Chance hat er vertan. Am hohen Rückstand ändert das natürlich nichts. Tja, Buschi, das war ein schönes Tor, aber irgendwie kam es doch ziemlich überraschend. Ja, weil der Torhüter bisher ja überragende Leistungen hier gezeigt hat. Vielleicht war er da ganz kurz unkonzentriert, keine Ahnung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihn das in irgendeiner Form aus dem Tritt bringt. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Geht er rein? Klasse Abwehr, aber toll gemacht. Gomez. Kagawa. Eine Rangelei um den Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Die Abwehr steht goldrichtig. Und da hat er sich etwas unter Druck setzen lassen. Der Ball deswegen jetzt ins Ausgespielt. Es wird gewechselt. Ja, entscheidet auf Einwurf. Bender. Kagawa. Philipp Lahm mit einer Grätsche. Der Sieger dieses Spiels stand früh fest. Deutliche Angelegenheit hier. Und jetzt warten Sie auf den Schlusspfiff. Jetzt ist er. Und jetzt haben Sie es. Das Tor. Der Gegner ist am Boden und sie treten weiter munter drauf. Aber es wird hier auch total einfach gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Meine Herren. Also mich würde interessieren, wie lange er für diese Strecke gebraucht hat. Das war ja eine unglaubliche Aktion. Kagawa. Gündogan. Und wieder ein Fußballspiel vorbei. Der Schlusspfiff des Unparteiischen beendet die Partie. Jetzt hauen sie aber hier so richtig auf die Pauke beim Sieg im Derby. Ja, und das ist ja gerade für die Fans immer etwas ganz Besonderes, etwas Wichtiges. Morgen früh beim Bäcker nicht gehänselt werden. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.